Herkel, selber Olympiasieger, Sie haben alle Facetten durch. Was würde denn für das Berchtesgadener Land selber die Olympischen Spiele bedeuten, falls München den Zuschlag erhält? Für das Berchtesgadener Land, ja, einfach, dass man Gastgeber von einem tollen, großen Sportfest ist, dass man mitpartizipiert an den ganzen positiven Effekten, die es zweifellos gibt. Das ist Steigerung des Bekanntheitsgrades, Ankurbelung des Tourismus, Ausbau der Infrastrukturen, insbesondere Ausbau der Sportstätte, der Rodelbahn, Optimierung der ganzen Umstände vor Ort. Ein positiver Impuls für den Nachwuchssport, der sehr wichtig ist. Und was mir ganz besonders gut gefällt, ist das gesamte Umweltkonzept dieser Bewerbung. Das ist ein Leuchtturmprojekt, und wenn man gerade schaut, was sich momentan bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, was mir gewaltig gut gefällt mit dieser Energiewende und alles, was sich da alles tut, dann kann könnte eine Ausrichtung von Olympischen Spielen mit diesem Umweltkonzept einfach ein Leuchtturmprojekt werden in eine neue, nachhaltigere, bessere Zukunft. Herr Hackl, Sie betreuen ja auch den Nachwuchs. Ja. Vom Bobsport, sehen Sie schon bei den jungen Leuten, bitte? Rennrodelsport. Beim Rennrodelsport sehen Sie bei den jungen Leuten schon das Feuer, Sie können das ja am besten vermitteln. Ja, junge Leute, die sich dem Sport verschreiben, haben immer Feuer, das müssen sie auch haben, damit sie erfolgreich sind, und die haben Spaß an der Sache, an die sie machen, und Begeisterung natürlich, wenn sie die Möglichkeit spüren, und das sehen wir ja mit diesen stolzen Gesichtern, wie die Kinder heute bei der Generalprobe schon einmarschiert sind, wenn die selber spüren, dass die Möglichkeit besteht, mal Olympische Spiele im eigenen Land zu erleben, dann wird das Ganze natürlich wesentlich verstärkt. Was machen Sie denn am Tag der Entscheidung am 6. Juli? Ich habe die große Ehre und darf die deutsche Delegation nach Durban begleiten und werde vor Ort die Geschehnisse mitverfolgen. Dann wünschen wir Ihnen viel, viel Glück und toi, toi, toi. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Hack.